Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und jetzt sind sie raus, die neuen Tarife der Maingau. Wie ihr ja wisst, soll ab dem 1. April 2019, also 1. April diesen Jahres, die Minutenpreistarife nicht mehr toleriert werden vom Verkehrsministerium, Wirtschafts-, ja, keine Ahnung. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt den Beitrag von vor ein paar Monaten von mir. Und da hat jetzt tatsächlich Maingau nachgezogen und hat jetzt endlich Tarife mit Kilowattstundenabrechnung vorgestellt. Und das schaut jetzt so aus, dass man jetzt also als Nicht-Kunde, also als Nicht-Strom- oder Gaskunde, eben 25 Cent pro Kilowattstunde bezahlt plus ein, ja, sage ich jetzt mal, eine Parkgebühr nach dem Ende des Ladevorgangs, beziehungsweise je nach Land, eventuell im Ausland, dann auch noch einen Aufschlag eventuell. Manche Länder haben den Aufschlag, manche nicht. Ich blende es mal ein hier, die Tarife. Es wird also ein klein wenig komplizierter, aber ich denke, jetzt allein in Deutschland muss man sich also nur die 25 Cent merken, und man muss sich halt merken, wenn man halt fertig ist, dass man dann halt wegfährt von der Ladesäule, was man ja eigentlich sowieso machen sollte normalerweise. Und für die eigenen Kunden gibt es auch wieder einen günstigeren Tarif, und der ist also wirklich jetzt sehr interessant. Der liegt also bei 15 Cent pro Kilowattstunde, und auch im Ausland bleibt es bei denen, und da gibt es keinen Aufschlag im Ausland. Und das finde ich auf alle Fälle mal lobenswert. Das ist eine schöne Geschichte, und ja, das, wenn so bleiben würde, wäre also durchaus nicht schlecht. Ja. Ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass ich alle möglichen Ladesäulenbetreiber mal angeschrieben habe. Leider bin ich nicht dazu gekommen, das Video zu drehen, weil halt doch einige Antworten ziemlich lang gebraucht haben. Teilweise habe ich gar keine Antwort bekommen. Und ich habe eigentlich immer abgewartet, bis ich also den letzten habe. Und dann ist die Zeit so weit fortgeschritten, dass jetzt ja, das Ganze auch nicht mehr so richtig aktuell ist. Ja, vielleicht mal kurz noch dazu. Maingau, wie gesagt, hat eben jetzt das angepasst, und Telekom EnBW hat da noch nichts verlautbaren lassen. Sie beobachten aber das Ganze. Ladeverbund Franken Plus gibt es auch noch. Jetzt heißt ja nur noch Ladeverbund Plus. Gibt es auch noch nichts Neues. Aber auch all die müssen jetzt ja da anpassen, weil ab 1. April ist es ja dann eben soweit, dass also da die Kilowattstundenabrechnung kommen muss. Ja, ich finde jetzt die neuen Tarife auf alle Fälle besser als die Minutenabrechnung, obschon jetzt die Minutenabrechnung umgerechnet zumindest für die Zoe erstmal ein bisschen günstiger war. Aber ich denke, so zahlt man also einen fairen Preis, weil es kommt halt immer ganz darauf an, wenn nämlich der Akku dann irgendwann mal voll ist oder voll wird, zahlt man ja trotzdem noch die Pauschale. Und wenn man dann ins Balancing geht und dann immer noch den Pauschalpreis zahlt, dann wird es dann auch wieder teuer, ne? Und so ist es, denke ich mal, am gerechtesten einfach, ne? Und dann eben die Strafgebühr für die Leute, die also dann meinen, Ladesäulen blockieren zu müssen, das ist auf alle Fälle zielführend. So ein Kombitarif ist auf alle Fälle das, was akzeptabel ist und was also durchaus auch gut ist und
das abbildet, was also die Leute eigentlich so wollen. Ja, wie seht ihr den neuen Tarif? Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.